Ich habe einen Besenstiel in die Erde gesteckt und stückchenweise, schichtweise diese Äste dran gewickelt. In der Mitte als Bad ist natürlich auch ein Besen. Und oben habe ich eine Wurzel gefunden und habe dadurch diesen schönen Bogen machen können. Mein Türkranz. Das ist meine Deko, die habe ich schon von vorigem Jahr. Dann brauchte ich gar kein frisches Grün dran machen. Das heißt, schon eine Arbeit wieder gespart. Ich nehme immer das, was da ist. Ja, ein Franteller und ein Ring. Und schon ist es fertig. Das ist ein Glas mit lauter Weihnachtskugeln und natürlich eine Lichterkette. Das ist mein Tischdeko. Das habe ich einfach auf meinen Kerzenständer gemacht. Eine schöne große Kerze kommt noch in die Mitte. Ich habe noch keine schöne gefunden. So, jetzt habe ich erstmal das Erste und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und einen schönen ersten Advent.